Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS-Netzes, willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, bin jetzt fleißig hier am Stroh verkaufen, weil wir haben keinen Verwendungszweck dafür und wenn wir es im Lager flacken lassen, macht auch keinen Sinn, das heißt, es kommt weg. Besten Treibes gibt es glaube ich bei der Scheune, ne? Ist auch der einzige Verkaufspunkt. Nein, soweit ich weiß. Das heißt, jetzt geht's da hin. Und dann kommt der Zeug, weil da hinten drin ist, das Gold. Weg. Mal hochschalten hier, ich sehe es halt nicht weiter. So. So, ich bin am Schwaden. Mit unserem Pöttinger. Dem guten Euden. Aber Thema Schwader. Das Ding ist ja, wenn wir uns einen größeren kaufen würden, auf jetzt glatten, ja. Glatten Flächen, genau. Auf flachem Gelände oder ebenen Gelände, wie zum Beispiel Feld Nummer 1 oder Wiese 1, wie auch immer, da kann man natürlich auch einen größeren einsetzen, aber wenn es jetzt so wie bei uns jetzt ist, zum Beispiel so ein Schräggang oder so weiter, da kann man den großen nicht einsetzen, weil das kriegt man da nicht geschwadet. Oder sehe ich das falsch? Weil der ist dann irgendwie in der Luft. Das siehst du genau richtig. Aber es ist halt genau richtig. Kann man da alles noch sagen? Ja. Das heißt, sie ist jetzt genau richtig. Ja, das heißt, wenn wir uns den größeren kaufen würden, müssen wir immer noch den kleinen für die steilen oder schrägen Flächen behalten. Wer sagt, dass wir überhaupt? Wir können, also wir haben ja momentan, ich bin ja ein GPS drin. Wir haben ja momentan den einen vom DLC da. Den Top mit 5,9 Meter. Könnten aber auch mit 9 Metern den von Kuhn nehmen. Ah, da würde ich mich tatsächlich dann noch eher nach dem Mod umgucken, weil der Kuhn ist halt einfach so ausgelaugt. Finde ich. Ja. Ich hatte tatsächlich letztens so oder, eine Kuhne gesehen. Oder mit 8,5 Meter. Der andere Kuhn da, der. Ich habe tatsächlich letztens auf Modup, glaube ich, war das. Einen Krone gesehen mit. Waren es 9 Meter oder auch 8, irgendwas. Irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. Okay. Der hat eigentlich ganz gut ausgeschaut. Können wir uns ja mal angucken. Momentan ja. Mit 8000 kommen wir sowieso nicht allzu weit, also. Ja. Aber das war schon eine gute Idee von uns, dass wir gleich ein bisschen größer angefangen haben, oder? Na gut, jetzt haben wir 500.000 Euro Schulden, aber ey! Haben wir gesagt, die BGA holt's hoffentlich raus. Haben wir jetzt echt 500.000? Ja. Muss ich jetzt dann gleich nochmal nachgucken, ja. Wenn ich an der Bahn bin. 500.000. Wann ist nicht mal bloß 300? Ach, wir haben noch was aufgenommen für den Drescher, ne? Oder? Oder nee, den haben wir uns leider schon, oder? Nee, haben wir was aufgenommen. Okay. Dann ist es natürlich möglich, ne? Ja. So rum in die Ecke. Dann geht's gleich wieder an die nächste wunderschöne Bahn. Folge mal ein bisschen außen und sieht, damit man ein bisschen was von dem ganzen Gespann hier sieht. War nur die Frage, wo habe ich auf. Ah, da. Da haben wir die Spur, ne? So, schalten hier mal runter. Einmal runterlassen. Runterschalten. Kommt mir von der Stelle? Ja, geht. Ah, da drüben bist du, ich seh dich. Okay, hochschalten war keine gute Idee. Bro? Magst du einen Copyright, dann mach ich wie VR the Champion halt. Oh nee. Das kann ich rauscutten, alles gut. Ich glaube, das willst du nicht rauscutten. Hm? Ich glaube, das willst du nicht rauscutten.
Habe ich kein Problem, damit ich bin eh im Videoschnitt drin fürs Video IO. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich das natürlich nicht machen würde. Das bedeutet nichts Gutes. Soll ich unsere Freundschaft aufs Spiel setzen oder nicht? Ich überfüge über den Kick-Button, ne? Ich glaube es. Aber nee, scheiße, wenn ich sie kick, dann habe ich keinen, der wo die Schwaden macht. Scheiße. Ach ja. Ich hoffe jetzt halt so hart, dass die BGA halt wirklich gut Geld abwirft, ne? Ich auch, also wir haben jetzt extra den größten Teil von uns nur Gras gelassen und nicht mal Heu gemacht. Also wir haben, wenn wir sonst, wir haben unsere Schafe. Unsere Schafe und für ein und alles haben wir vernachlässigt. Aber wir haben ja immer noch knapp 70.000 Liter im Lager und noch ein paar Ballen. Ne, Ballen haben wir gar keine mehr. Die müssen wir uns noch geben, die vier. Aber wir haben noch vergessen. Wir hatten noch vier. Ja, ich weiß. Wurde mir auch liebend nochmal in den Kommentaren geschrieben, dass da noch mehr waren. Ich merke gerade, umso voller der Ladevorgang wird, umso schwerer muss der B-Track ziehen, ne? Der Bührer, der schafft alles. Obwohl, warte, ich hab den perfekten Plan. Vier da kriegen. Ja. Ja, da war da ein bisschen weniger PS als wieder der B-Track noch. Nein. Die haben 190 PS. Wenn das Allergeilste ist, wenn du aufs Gas gehst, geht er gleichzeitig auf Kupplung. Was beim Fiat? Ich war beim Fiat Agri. Ja, hat nur 150. Fiat und Fiat Agri ist was anderes. Ach so, du meinst den Mod? Ja. Ach so. Auto kommt keins aus, es wäre irgendwo wieder hinter Buschen versteckt, ist aber nicht perfekt. So, hier ist irgendwie wenig Verkehr. Also, ich habe ihn angelassen, aber momentan nichts los hier. Ein weniger Verkehr drauf, also bloß auf der Erlenkrad. Sind wahrscheinlich gerade alle irgendwo an der Ecke oder es war ein Stau. Sind alle beim Rauchen was? Ach nee, ist ja Corona. Sind das alle im Quarantäne. Ja, ah, da drüben ist ein Auto. Ja, einer. Das sind die Bullen was. So. Also bei dem bist du jetzt schon hängen geblieben, bei dem Wasserhydranten. Genau, da bin ich drauf gefahren. Sympathisch, ne? Man kann sich unterhalten. Hast du auch mit dem Bekanntschaft geschlossen? Ich fand einen Bührer. Aber Allrad geht noch. Das ist schon mal gut. So, ich hoffe, ich kann jetzt mal diesmal abkippen. Ich fahre jetzt extra ein bisschen weiter rüber. Dass es vielleicht hoffentlich diesmal klappt. So. Ah, Abladesymbol. So mag ich das. Oh, wir haben wieder 10.000. Ja, 2.000 gibt's dann doch, ne? Eine Ladung, knapp. 1.000 Euro, 2.000 Euro sogar. Ja, ist eigentlich relativ okay, ne? Zur Stroh? Ja, geht. Also wenn es das in echt geben würde, dann, ja, abgeben, ne? So. Da geht auch. Huch. Was ist? Der Zug. Hab mich gerade noch so drüber geschmuggelt.
ohne Crash, beziehungsweise wenn ich ein bisschen langsamer gewesen wäre, wäre die Schranke zwischen MB-Truck und Ladewagen runtergegangen. Oh. Und man das miterleben wollte, Mir ist das mal passiert. Mir auch. Zum Schluss lande ich noch irgendwo im Fluss. Dann kann ich das Ding zurücksetzen. Wäre zwar nicht allzu schlimm, weil er leer war, aber... Wobei, den Hänger hätte man mit F11, also mit starken Bauer, wieder rausheben können. Aber wenn man den, im Prinzip könnte man den MB-Truck auch rausheben, aber dann würde das Ganze nicht mehr laufen. Habe ich schon mal ausprobiert. Wenn er abgesoffen ist, ist er abgesoffen. Kommt da nicht hoch, ne? Trotz Allrad, Sperren, kleinste Gruppe, kleinster Gang, alles an. Kleinster Gang nicht, aber jetzt. Ah, hat's geschafft. Mal schauen, schon wäre ich zum Schieben gekommen. Ich hab kein Problem damit, ne? Wacker Bauer vorne angekrampft, hochgezogen, was? Ja, das kann ich mal heutzutage schieben. Ja. Hallo, hallo. Ich glaube, du bist rückwärts wieder runtergerollt, oder? Gerutscht. Wie wieder dran stehst. Sie. Nicht schon wieder. Alter. Funktioniert nicht, ne? Junge, 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 das Ding braucht doch bloß 50 PS. Preis rum. Wäre Geburt. So, nehmen wir hier nochmal ein Schlüssel. Oh, Scheiße. Flo? Ja. Ja. Ich habe in die Parksperre reingemacht. Geh mal kurz in Bücher. Ja, warte. Ich mache den nochmal schnell voll, dann kann ich rüberjumpen. Also ich sehe es, wie er dran steht, aber... Weil jetzt so genau da passiert ist, weiß ich nicht. Wer hat mich zu Fisch geplagt? Und... Er wollte viel Sprit. Oh. Und er fehlt halt. Kann ich? Aber er haut schon mal nicht ab. Das ist schon mal ein Vorteil, ne? Ich kann zwar noch lenken, aber. Ja, dann aber. War's dann auch. Weil der keine Servolenkung hat. Doch hat er sogar. Ne, doch hat er. Aber geht auch mit Zündung los. Also geht auch mit Zündung. Ich weiß aber nicht, wieso der linke Ring ins die ganze Zeit. Kann ich die Ding abhängen? Ja, das geht natürlich. Stopp. Hallo. Wo wollen Sie? Njo, driften. Du ein Hacker, ein Typ driftet. Kuppel ein Dings, fahr zur Tankstelle. Ja. Anders lenken, ja. Okay. Ich fahr voraus. Dreht halt voll drauf. Ja, ich hab's gesehen. Nee. Schaffst du es zur Tankstelle, oder? Ich seh ihn da nur so drin. Ich muss halt auch immer wieder ausprobieren. Vor allem, der gibt immer bloß ein Reifgas und ich dreh dann immer so halb. Oh, herrlich. Oh Mann. Aber ich drifte halt auch wirklich. Aber ich bin auf Kopf. Ich lieg seitdem. Ich steh wieder. Aber
Schaffst du es bis zum Dingens? Bis zur Tankstelle hier hinter? Oder bis zum Hof? Nee, ich bin am Hof! Ich bin am Hof! Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Aber rammel nicht alles. Ich bin gegen Baum gerannt, wenn man reifen sollte. Rammel nicht alles weg, was da rumsteht, ne? Ich bin in der Parksperre, ne? Ich stehe am Baumann. Oh nee. Aber das ist schon mal nicht schlecht, wenn ich da Bauer noch ist. An, mach mal Schlag Bauer ein. Ja, warte. Und noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Ah. Wow. Er bremst natürlich komplett runter, ne? Ist herrlich. Und zieh an, ja. Hochschalten, Blinker reden. In der Mitte ist keiner, wunderbar. Er steht. Oh, hier geht's wenn man Motor starten will. Ne, er steht da. War das mit dem Motor starten? Steht. Ich weiß nicht wie, aber er steht. Aber es ist schon mal ein Wunder, mit leerem Tank bis zum Hof gelangen zu sein, ne? Geht, ah ne, es geht nicht rein, ne? Ich hab gerade kurz überlegt, ob er. Oh, bisschen zu schwer gekriegt. Moment ob mal. Ob man unser Fass am Hof auf Diesel reingeht, aber das ist nur. Oh, das ist auch nur ein Wasserfass. Warte, kannst du? Bei der E-Station da. Was? Ich kann. Ich kann hier tanken. Was jetzt? Es ich kann ja. Stimmt. Also, die E-Station. Wo geht das Geld hin? Hä? Ach so, das geht rauf. Ich gehe eher, ich lade gerade was ab. So, und ich habe mir gedacht, es gibt weniger. Ach so. Nee. Ansonsten hätten wir ein Problem gehabt. Die klitzeklein ist. Aber hast du ein bisschen was auftanken können, oder? Ja. Das heißt jetzt nur ultra lange gedauert, aber. Wir haben ja auch eine Dieseltankstelle am Hof. Da habe ich hier unser Leo. Ich tank gerade voll, ne? Ja, da habe ich. Ich hab nur den Start. Ich hab keinen Tank mehr. Was? Ah! Was ist? Ah, der geht einfach weg, der Tank. Oh. Moment mal, ich lasse das noch einmal voll tanken. Ja, nee, mach ein bisschen was rein, starten Motor und dann drück R. Ja. Dass der Motor quasi läuft und dann auftanken. Nix. Hä? Das wird nix. Geht nix drin. Steig du mal ein Bühr rein und lass es starten. Jo, stimmt halt. Ja. Jetzt. Ja, nee, wird nichts. Geht aber nicht. Das ist natürlich. Moment mal, vielleicht kann man reparieren. Hat ein Leck. Im Tank so ein Loch drin war ich mit Stecker. Ich repariere ihn jetzt. Dann kommen wir nochmal mit hier. Nee, geht ja, immer noch geht nicht. Dann müssen wir uns zurücksetzen. Setz jetzt zurück. Zurücksetzen. Aber wir müssen uns ja dann erstmal. Ich schreibe uns das wieder gut. Wie viel waren das? 400 Euro? Er geht jetzt wieder. Ja, wenn man zurücksetzt, haben wir jetzt automatisch mal ein bisschen Tank drin. Ah ja, gut. Bewegt sich zwar nicht bei mir, aber Kopf hoch. Hm? Die Reifen bewegt sich bei mir zwar nicht, aber Kopf hoch. Schwierig, ganz, ganz schwierige Sache. Das wird schon.
Das muss so. Das hat alles seine Richtigkeit, ja, ja. Ach ja. So. Da ist der Zug. Fahr weiter, mach die Schranken auf. Aber bevor ich so vergesse, wie viel waren es jetzt da? 400 Euro, oder? Nee, mehr. Ich glaube sogar 500. Oder ja, 600 gleich. Ich mach jetzt auch mal 500. Nee, machen wir 50, dann passt's. Das heißt, ich mache jetzt hier Tempomat rein, weil schon muss ich wieder losfahren. F11. So. Du, steht bei dir an der Anzeige oben auch 70 km/h? Nein, 71. Ich hab da nichts rumgeschraubt, ne? Ein VCA fährt da 30. 35. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Wo häng ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Der Tank wird leer. Aber wenn der Tank jetzt wieder leer ist, dann muss ich Gedanken machen. Wir haben einen Error. Corona. Wir haben den Fehler drin, der heißt Corona Left. Ja. Finde ich geil. Mach mal kurz die Lok auf und guck mal die zweite Nachricht von oben. Oder von unten, besser gesagt. Bei da steht mir einfach die Corona. Player is now is have normal damage. Aber mir haben wir einen Error drin, der heißt no death map available. Bla. Gib mir mal Corona Manager left. Vielleicht. Noch Feeling? Farm Manager. Hast du das wieder rausgehauen? Ja. So, da hast du schon wieder. Ich komm vorbei, ne? Oh, ja, stimmt. Oh. Okay. So. Oh, da kommt einer entgegen. Da kommt einer entgegen, Junge. Ich hab dich ja jetzt nicht gesehen, ich hab dich jetzt gerade schon registriert vorhin, ne? Ich auch nicht. Blindheit ist doch. Ohne Scheiße, der fährt von alleine so schnell. Voraussichtiges Fahren, ja, da sind wir dabei. Der Fahrer von alleine ist auch schnell, ne? Mhm, und ich habe den Tempomat gerade nicht an, weil so dann schräuchte ich ja, wenn ich vom Gas gehe, würde ich langsamer. Oh Mann, aber. Okay, keine Fragen fragen. So ein paar Problems gibt es dann doch immer mal wieder, ne? So. Dann kippen wir die Ladung hier nochmal ab. So. Dann schieben wir das Ding da rückwärts rein. Und ne, ich muss nicht in Außenansicht, das gehört nicht auch in Innenansicht. Ich mach das jetzt einmal, dann seht ihr das auch. So, nur ein bisschen wieder ausholen, damit wir da schön hinten in die Ecke kommen. So, weil ich weiß nicht, aber man kann immer nur in diese Ecke abladen. I don't know. Ja, nochmal knapp 2000 geben. Das ist doch schön. Jo, aber du, Flo? Haben wir vielleicht die Zeit verpeilt? Wieso?
20 Minuten, oder nicht? Wir sind jetzt bei 25 Minuten, das passt. Ja. Jo. Wie lange sind die Aufnahmen? 30 Minuten. 25 Minuten, aber man muss ja rechnen, wir haben vorher noch so knapp eine Minute, was wir vor der Aufnahme, das heißt, wir machen immer so 26 und dann haben wir unsere 25 Minuten meistens voll. Date Vision. Hey. Wir sind jetzt bei 25,50. Das heißt, wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Jetzt kommt natürlich die Anmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf grau färben. Falls noch nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.